Hallo, willkommen zum Eurotruck Simulator 2 zum Together mit dem Real Locutus. Hallo Leute. Und der. Ne, die ist nicht da. Die ist schon weg. Trucker Lady. Hallihallo. Und tschüss. oder sollte ich sagen Quasselstrippe? Ne, die bist du schon. Ne, ich bin die Laberbacke. Und du bist dann die Quasselstrippe. Ach Gott. Dann wollen wir mal gucken, wo hier die Werkstatt ist. Sagen wir so, ich hoffe, dass mein Trailer noch da ist, weil der geht nach Bergen. Und Bergen. Das wäre sehr interessante Strecke, glaube ich. Deswegen gebe ich jetzt ein bisschen mehr Gas. 80 in der Stadt geht schon. Oh ja. Was anderes erwarten wir ja eigentlich von dir auch nicht, dass du durch jeden Pass. Ich bin eher im Moment die Langsame. So. 500 PS sind hier, genug. Ich kaufe mir erst hier eine Niederlassung. Oh, der hat auch eine schöne Fracht. Aber das Schöne ist, jetzt sind wir die Strecke mal, die wir in der letzten Folge gefahren sind, bei Tag. Ja. Ja, ich bin schon so gut wie wieder in der Nacht. Für zum Abholen meines Trailers. Ich kaufe mir erstmal hier eine Niederlassung. Wie geil ist denn das bitte? Was? Ich muss jetzt gerade zum Steinbruch und muss durch einen in den Stein gehauenen Tunnel fahren. Schön. Ja, Steinbruch bin ich jetzt noch nicht gewesen, oder das heißt wahrscheinlich hier anders. Stein. Einfach Stein. MS-Stein, glaub. Ja, oder irgend sowas, ja. Mhm. Aber schön gestaltet, echt schön. Da wäre rot. Ja. Da ich gerade meine Niederlassung gekauft habe, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, den Mod für die Garage könnt ihr nicht mehr benutzen, weil dann habt ihr sehr pinke Fähren. Ja, es gibt Leute, die stehen drauf. Ja. Ja. So ist es. Ja, sie sind auf jeden Fall sehr farbenfroh. Mhm. Ja, das was weiß ist, ist nicht mehr weiß, sondern ja, andersfarbig. Ja, pink, blau oder was das war. Ja, dann muss er im Prinzip der Modder da auch noch über die Bücher. Ach du Schande. Ja. Dieser Abholort ist geil. Da sie kennt ihn eh. Ich glaube, du warst schon dort. Ja. Kenn ich glaube noch nicht. Ja, ich bin noch nicht so viel rumgefahren auf der Map. Ja, das ist ja, diese. Man kennt es auch von der Promod, weil ich glaube, der Apollo-Ort war auch der Promod auch schon vorhanden. Diese Baustelle, Bergbaugebiet, was wie du das nennen magst. Sieht so aus wie so. Auch wie eigentlich wie ein Steinbruch, wo eben irgendwas abgebaut wird. Den Radio möchte ich jetzt nicht einschalten. Mhm. Was? Warum heute mit deinen falschen Tasten? Ja, ich weiß nicht, wie das ist. Hast du wieder Omsi gespielt heute? Nee, schon länger nicht mehr. Also, ich dachte, deshalb hättest du die falschen Tasten so drin. So, wie komme ich da jetzt raus? Ich glaube, einfach zu dem Weg, den ich gekommen bin. Er drückt einfach auf den falschen Knöpfen. Mhm. Insider. Muss nicht jeder verstehen, dass ich. Ich sag da jetzt nichts zu. Ist besser, ja. Ja. Denk's lieber nur. Ja, ist auch besser. Sonst muss ich hier bei meinem Video auf jeden Fall das Schild dranhängen ab 18. Und liebe Zuschauer, nein, ich werde auf diese Frage in den Kommentaren nicht eingehen. Richtig! Das werde ich jetzt sowieso nicht, weil wenn das Video kommt, bin ich glaube ich noch gar nicht da. Ne, da bist du dann auch noch in Urlaub. Ja. Ich glaube, so, da muss ich hier noch ein Infovideo machen, ein kleines. Ja. Vorher. Und deshalb, Leute, wundert euch auch nicht. Wir haben diesmal mehr Folgen hintereinander aufgenommen. Und für uns ist gerade die Norderweiterung gerade erst rausgekommen. Vor einem Tag. Also nicht wundern,
wenn wir immer noch teilweise sagen, kennen wir nicht oder sind noch nicht viel drüber gefahren, weil die Norderweiterung ist gerade erst wirklich erst einen Tag draus. Genau, wir nehmen in der Aufnahmesession jetzt 6 Folgen auf. Ja. Nicht 4 wie sonst. Mhm. So, auf geht's nach Bergen. So, ich muss nochmal einen Auftrag suchen. Ja, das, die ist ich seit ja im Urlaub. Ja. Ja gut, Ralf ist sowieso immer im Urlaub. Ja, der hat so viel Urlaub. Der, ja. Der hat 51 Wochen Urlaub im Jahr. Ja. Eine Woche muss er anstandshalber arbeiten gehen. Schaut ja auch blöd aus, wenn man das ganze Jahr daheim ist. Das ist aber jetzt gemein. Ich habe keinen vernünftigen Auftrag. Aber ist das ein Multiplayer-Thema? Ja, ja, natürlich habe ich vernünftige Aufträge, aber eigentlich keine, die so Skandinavien betreffen. Mhm. Da müsstest du versuchen zu schlafen. Ja, oder die Strecke bin ich gerade gefahren. Ich fahre mal die Strecke, das ist nach Danzig rüber, aber da ist ja nicht weit. Und von Danzig kann ich ja wieder zurückfahren. Das ist ja nur einmal ein Fähr. Ja, Danzig ist auch verändert worden. Hat ja jetzt einen Fährhafen. Ja, echt jetzt? Ja. Da bin ich jetzt nicht angenommen. Okay. Aber ich muss sagen, diese Landstraße, die schaut so geil aus, die Gegend da. Am liebsten würde ich aussteigen und im Wald spazieren gehen. Und nicht mit 80 durch die Gegend fahren. Mhm. Was erlaubt ist laut Navi. Dann nehmen wir mal hier. Ja, bei mir steht 70, ich fahr 65, teilweise 77. Ich habe hier gerade ein Nachtgespenst gesehen, das auf der Treppe rumsitzt. Hm? Also? Ja, im Dunkeln, im Schatten sitzt der da rum. Das hat mich vorher geschreckt, wie ich den meinen Diesel-Trailer abgeholt habe. Dort sind auch zwei, einer ist oben gestanden und der andere ist auf die Stufen gesessen. Ja, es gibt noch ein paar Sachen, wo gewöhnungsbedürftig sind. Oh, und ich darf 40 Euro zahlen, weil ich ohne Licht gefahren bin. Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, weil hier so hell war. Ich glaube, das ist Steinbruch. Ich glaube, oh Gott. Wow. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Hallo? Also ich muss jetzt gerade stehen bleiben, weil die Gegend schaut einfach so genial aus. Ja, das ist jetzt hier ein bisschen... Hut ab, SCS. Ja, haben die wirklich manche Stellen so schön gemacht. Ja, wunderschön. Mhm. Man müsste sich eigentlich viel mehr Zeit nehmen und eigentlich weniger fahren, sondern sich die Landschaften auch viel mehr anschauen. Ja. Und Leute, ich sage euch jetzt eins, wer gerne Eurotruck spielt und 18 Euro übrig hat, oder keine Ahnung, wird wahrscheinlich noch weiterhin so viel kosten, ja, der kann sich das rückzulegen. Ja, ja, das sollte es sich sogar zulegen. Hey, ja, aber das ist wirklich Hammer, was sie da gemacht haben, wow. Ja, und Leute, wir werden nicht von SCS oder Rondo Media dafür bezahlt, nein, das zu sagen, so? Das ist Überzeugung. Ja, gerade nicht von Rondo Media. Hast du dem Pavel nicht deine Kontodaten gegeben? Nein. Ah, Spaß, Leute. Nein, natürlich kriegen wir nichts. Für diese Version. Nein. Okay. Wir kriegen ja nicht einmal... Okay. Die Spiele umsonst. Man muss sich ja das Spiel kaufen. Ja, ja. Weil wir sind ja nicht einmal wert, dass wir eine Antwort kriegen auf unsere Mail. Ja. Genau. Mhm. Weil wir haben noch niemals eine Antwort darauf gekriegt. Also das ist schon der Hammer, finde ich. Also, dass eine Firma sagt, ja gut, wir haben leider nicht genügend Versionen über, wir können euch leider nicht unterstützen, habe ich ja Verständnis für, wenn sie einem sowas schreiben. Gut, muss ja auch nicht sein, wenn sie nur eine bestimmte Menge haben und dann nur die großen oder die relevanten Kanäle unterstützen. Aber noch niemals den Anstand zu haben, einem zu schreiben, dass es nicht geht. Also ist traurig, meiner Meinung nach. Ja. Ja, EE hat mir eine Absage schriftlich gegeben, dass sie es nicht können. Und das ist eine Großfirma und die nicht unbedingt den besten Ruf hat. Aber ja, die haben den Anstand gehabt, einem das mitzuteilen. Ja, natürlich, dass man auch weiß, woran man ist, ja. Ja. Also, ja, aber wir nehmen es Glückssache und wer hat heutzutage noch Glück? Mhm. Also da muss ich echt sagen, da bin ich schon leicht enttäuscht von. Ja.
Einfach mal nix zurückschreiben ist. Ja. Und ja, ich habe in meinen Spam-Verdacht-Ordner reingeschaut. Nein, ja, da ist kein Mail drinnen. Und wie gesagt, eine Absage kann man hinnehmen, dann sagt man halt, ja, ja, akzeptiere ich. Ja, ja, natürlich halt nicht. Aber weißt du, einfach zu ignorieren und einen direkt zu löschen oder weiß der Teufel was, also nach dem Motto, ach guck mal, dieser Idiot, der schreibt mich an, sofort löschen. Mhm. Ja, und da habe ich wenig Verständnis für, weil sie müssten einem keine Spiele zur Verfügung stellen, aber man macht ja trotzdem für die Spiele in dem Sinne Werbung. Ja. Und dann bedarf es wirklich den Anstand, wenigstens zu sagen, nee Leute, ihr seid zu klein, das lohnt sich für uns nicht. Mhm. Ich genieße mal wieder die Aussicht, ich stehe gerade auf einer Brücke. Wow. Ja. Und ich habe mich schon wieder verfranst. Und das im Steinbruch. Yay! Ich sag ja, bei euch passiert viel schönere Sachen in den Videos als bei mir. Super. Ich mache hier demnächst in meinem Video noch eine Mod-Vorstellung draus, damit die Leute wenigstens hier auch was zu sehen haben. Und falls jemand meine Einstellungen wissen will, alles auf Maximum. Ja. Apropos Einstellungen, ich könnte das eigentlich jetzt machen, weil einer meiner Zuschauer wollte eigentlich die Einstellung von meinem Lenkrad sehen. Ah ja, richtig, das hast du gesagt. Ja, im Moment mit echter Automatik, aber sonst mit Handschalter. Aber ja, ich gehe da mal ganz langsam durch. Das ist, glaube ich, ziemlich selbsterklärend. Ihr könnt sie auf Pause drücken, wenn ihr es genauer sehen wollt. Ja, das ist immer ein gutes Hilfsmittel. Genau. Ja, das war's eigentlich. Und weil ich gleich da bin, Grafikeinstellungen. Ja, das ist der Vorteil, wenn man einen guten Rechner hat, dann kann man auch alles auf Ultra stellen. Ja, Ultra oder hoch, was halt das Höchste ist. Ja. Aber da wird meine Grafikkarte nie mitspielen, weil eine 750 kann man halt nicht mit einer 770 oder was hast du? 770 hast du, ja. Genau. Kann man halt nicht vergleichen. Ja, aber auch bei GTA bräuchte ich die Verstärkeres. Das kann ich nicht in vollen Detail spielen. Müsstest du dir also eine 900er schon zulegen? Ich glaube, selbst mit einer 980 schaffst du es nicht. Oh. Brauchst du wahrscheinlich SLI. Ja, aber das ist ja auch extrem mit dem Spiel. Ja, man muss doch denken, die Welt ist extrem riesig. Ja. Aber es schaut auch in meiner Einstellung viel besser als auf der Konsole aus, also hat sich gelohnt. Und der größte Vorteil, du kannst das mit Maus und Tastatur spielen. Ja, das stimmt. Das ist schon ein Vorteil. Ja, aber gut, bei mir würde es dann sehr wahrscheinlich so aussehen wie auf der Konsole. Was auch nicht schlecht ist eigentlich. Ja. Bis ich jetzt da wieder rauskomme. Aber mir sind halt 60 Euro oder 50 bis 60 Euro einfach zu teuer für das Spiel. Ja. Wobei ich sagen muss, bis jetzt 28 Stunden Spielzeit, ich habe von den Nebenmissionen nichts gemacht, nur Story. Ja, aber du, und bin noch immer nicht durch. Ja, aber du magst ja auch diese Spiele eher als ich zum Beispiel. Ja, schon. Für mich würden sich 50 Euro für so ein Spiel nicht unbedingt rechnen. Irgendwann kriege ich dich dazu. Ja, genau. Ja, irgendwann wird es ja auch mal billiger. Ich brauche noch mehr für Multiplayer, also. Ja. Sobald es billiger wird, heißt jetzt nicht bei mir, dass ich es mir gar nicht kaufe, aber irgendwann, wenn es halt mal billiger ist. Mhm. Zu Weihnachten. Doch, glaube ich noch immer, dass das so lange dauert. In der heutigen Zeit. Ich will ja nicht jetzt nur 10 Euro dafür bezahlen, aber so 20, 25 oder 30, maximal 30 Euro. So zwischen 20 bis 30 Euro wäre ich bereit zu zahlen. Ja. Ja, deswegen habe ich gesagt, so 50, 60 Euro ist jetzt schon gerade ein bisschen viel. Ja. Ja, und da es ja wirklich nicht jetzt ein Spiel ist, was ich unbedingt als Lieblingsspiel bezeichnen würde. Das wäre ein Spiel, was ich gerne spielen würde, aber eben nur so nebenher. Mhm. Und ich habe ja auch das Problem, dass diesen Monat Witcher 3 rauskommt. Was ja auch so ein Zeitfresser ist, da hätte ich eigentlich für GTA auch nicht wirklich die Zeit. Ja, das ist wieder was für dich, weil Witcher. Ich
Ich habe zwar in Zweier Zeit lang gespielt, aber so richtig warm worden bin ich mit damit nicht. Ja, aber ich mag ja Rollenspiele und. Ja, ich eigentlich auch. Ich habe Gothic gespielt, ich habe Oblivion gespielt, Skyrim gespielt. Aber ich bezweifle wirklich, dass du um Witcher 3 rumkommst. Warum? Weil Witcher 3, das, was ich bis jetzt gelesen und gesehen habe, auf zig Seiten, ist mit Abstand eins der besten Rollenspiele, was je erschienen ist. Ja, mal abwarten. Ja, gekauft oder vorbestellt habe ich es auch noch nicht. Weil, wie gesagt, ich kaufe nichts mehr im Voraus, sondern... Ja, lieber warten. Ja, man weiß nicht, weil viele Spiele versprechen vorher vieles und dann kommen sie raus und halten halt nicht alles oder sind halt verbuggt. Ja. So ist es. Und ich musste den Spiel am ersten Tag haben, da ich sowieso nicht als Let's Play reinbringen werde, weil... ist bei Witcher glaub, sowieso wieder eigene Geschichte, weil... Ja. So wie, man, wie ich Witcher kenne, wird es da wieder... Ja, so wie bei Witcher eindeutige 2 Szenen geben. Ja, Witcher 2, der gleich mit einer Nacktszene am Anfang anfängt. Jo. Ich glaube, ich muss das nochmal spielen. Ich hab gestern auf GameStar Bilder gesehen, da amüsiert er sich mit einer Dame auf dem Einhorn. Ah, schön. Ja, und deswegen ist ja auch GTA eigentlich ein Spiel, das nicht wirklich für YouTube geeignet ist. Ja, weil da gibt es schon sehr viele eindeutige Szenen. Mhm. Du siehst zwar nicht viele, gut, es gibt Orte, wo du viel siehst, aber die muss man ja nicht unbedingt besuchen. Also den Strip Club zum Beispiel. Ja, und bei GTA hast du halt noch ein Problem mit der Musik. Ja. Da müsstest du halt immer das Autoradio abschalten, aber ja, auch Fahrt. Ja, es ist halt sehr musiklastig und es ist halt GEMA-Musik drinnen und... Ja, es sind sehr also es gibt sehr bekannte Titel. Ja. Also ich glaube, da kommst du auf keine Art und Weise wieder raus, hallo? Sie verbringt jetzt die ganze Zeit in dem Steinbruch. Ja, richtig! Jetzt habe ich schon alle möglichen Wege versucht, aber... no change, hallo? Ich muss mal mit der Flycam. Das geht glaub nicht anders. Jetzt habe ich schon Freude gehabt. Ich hätte den Mond gesehen, da bei war es nur eine Glühbirne. Ja, ich habe gerade mit der Flycam eingestellt, weil es hat so geleuchtet, hallo. Aber wir können da vorne, ich habe da einen Parkplatz und da können wir dann nochmal Pause machen. Getrunken hast du aber noch nichts, ne? Gut. Bis jetzt noch nicht. Nur Wasser und Red Bull. Oder nein, Apfelschorle. Ja, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ach Gott. Also ich stehe auch. Da können wir uns mal den Trailer angucken. Den habe ich auch noch nicht als Auftrag gefahren. Und die Landschaft können wir uns angucken. Und wir sehen auch keinen Mond. Nein, der Mond sehe ich auch keinen. Es ist 15.30 Uhr. Ne, bei mir ist 22.20 Uhr, aber eben. Bei mir ist 3 Uhr morgens. Gut, ich stehe immer noch im Steinbruch. Gut. Und ob sie da noch immer in der nächsten Folge steht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ja. Ade. Und tschüss. Ciao.